Hat sich das, haben wir uns das, hat sich das die Europäische Union denn wirklich verdient? Und wenn ja, womit? Und wo gibt es denn noch Baustellen? Also wenn es jetzt schon diesen Friedensnobelpreis gibt, dann ist der nicht einer, wo man sich auf den Lorbeeren ausruhen kann und sagen kann, gut, also es hat 70 Jahre Frieden gegeben, außer am Balkan, aber ist ja nicht Teil der EU. Und es hat die Erweiterung gegeben und das Ende des Kalten Krieges und das ist alles wunderbar, sondern das soll jetzt eine Aufforderung sein, da endlich etwas zu machen und nicht die Menschenrechte nur in der Verfassung mitzutragen, sondern demgemäß und eben nicht nur ökonomischen Werten gemäß zu handeln. Und das vermissen wir alle sehr. Und ich glaube, dass, also hier steht Schicksalsjahr, dass tatsächlich wir jetzt an einem Punkt sind, wo, also wie du gesagt hast, auf der einen Seite es starke Anti-EU-Gruppierungen gibt, also die Straches und Stronachs, die es nicht nur bei uns gibt, sondern in fast allen europäischen Ländern, und auf der anderen Seite aber auch starke Stimmen, die sagen, so wie es jetzt ist, mit dieser Balance einerseits Europäische Union, andererseits europäische Nationalstaaten, da, das stimmt nicht mehr ganz. Wir müssen, also entweder fällt das Ganze auseinander oder wir müssen einen Schritt weitergehen. Dass es wirklich das erste Mal ist, dass die Frage ernsthaft auftaucht, ob es, wie ich zuerst schon gesagt habe, in 10 Jahren diese Europäische Union noch geben wird oder nicht mehr. Ja? Oder ob sie zerfallen wird. Wenn der Euro zu zerfallen beginnt, dann wird das wahrscheinlich dann auch weitere Folgen haben. Das ganze Thema Demokratie, glaube ich, ist etwas, worüber wir neu nachdenken müssen. Denn unsere Demokratie, so wie sie jetzt ist, also du sagst, es gibt keinen Zugriff auf die europäische Demokratie, die ist eng verbunden mit dem Nationalstaat. Unsere Demokratie, wie wir sie kennen, ist zugeschnitten auf den Nationalstaat. Sozusagen, wie das auf europäisch funktionieren soll, glaube ich, weiß niemand so recht. Wir schreiben es uns auf die Fahnen, wir kämpfen auch dafür und einiges geschieht auch. Ja? Aber im Endeffekt sind dann doch sehr oft auch Wirtschaftsinteressen wieder die, die dann mehr zählen. Ich glaube, wenn es nun diesen Nobelpreis gegeben hat, dann ist das nicht, um zu sagen, die Europäische Union ist nun wirklich das Tollste, was es gibt. Wenn man das Ziel hat, einen Staatenbund zu gründen, und das sollte es ja eigentlich sein, dann wäre ja die Aufgabe einer Europäischen Union erfüllt. Da muss da, glaube ich, noch sehr viel dran gearbeitet werden, um einen gemeinsamen Willen dazu zu finden. Das geht nicht nur in Brüssel allein, das hängt sehr viel von den Einzelstaaten ab. Wie weit sind sie bereit, über den eigenen nationalen Schatten zu springen? Es hat sich viel verändert. Wir sind in unglaublich heterogenen Gesellschaften, die sich auch ständig verändern, wo unglaublich viel Mobilität auf allen möglichen Ebenen herrscht und insofern Grenzen auch ganz anders geschaffen werden und anders gelebt werden. Und viele privilegierte Migranten, ich zähle mich selber dazu, also commuten eben, und viele Wirtschaftstreibende genauso. Also es hat sich ja in dem Sinne der Nationalstaat unglaublich verändert. Es sind tatsächlich immer mehr auch junge Leute, die einfach so Erfahrungen schon haben, was das ist, auch einmal woanders zu leben eine Zeit lang und sei es Studienaustausch oder schon als Schülerin oder Schüler das mitgekriegt zu haben und die dann einfach auch merken, dass Menschen, auch wenn sie anders sind und eine andere Sprache reden und anderes Essen essen und andere Fernsehsendungen anschauen oder andere, weiß nicht, Sport betreiben als bei uns oder so, dass das aber trotzdem eher eine Bereicherung ist und nicht eine Bedrohung. Ja? Ich glaube, darin liegt sehr wohl die Chance, aber die Frage ist, wie man das tatsächlich, gerade in Zeiten mit so, also massiver gerade Jugendarbeitslosigkeit, ja, in vielen Ländern, wie das noch zu gewährleisten ist. Europa ist voller Widersprüche. Sobald man die erkennt und bespricht und sich mit denen konfrontiert, ist es gut. Wenn man so tut, als gäbe sie sie nicht, ist es schlecht. Innerhalb Europas, und da kann man sich gar nichts vormachen, ich habe das schon erwähnt, die Schere zwischen Arm und Reich geht unglaublich auf, weniger in Österreich, sehr in England, das erlebe ich dort hautnah. Es kommt zu einer neuen Armut und diese Menschen sind überhaupt nicht mobil. Die Europäische Union ist halt auch leider nicht
sozusagen eine Insel der Guten und Anständigen und Demokraten, sondern es sitzen ja auch im Europäischen Parlament genug Gegner der europäischen Idee. So ist es halt. Die Europäische Union ist die Vertretung aller Europäer und da sind auch also weniger sympathische Zeitgenossen dabei. Dennoch ja, ist bei vielen, und ich habe ganz viel auch mit Zivilgesellschaften, mit Frauenorganisationen, Medienvertretern in verschiedensten Ländern zu tun, da wird die Europäische Union also mit einem wohlwollend kritischen Blick gesehen, im Sinn von, ihr setzt euch wenigstens auch auf der internationalen Ebene, auch im Rahmen der Vereinten Nationen, ein für diese Dinge, die wichtig sind für uns. Ja, das machen andere Staaten nicht in dem Ausmaß. Das ist das Positive dran. Und sehr wohl dieses Prinzip Kooperation statt Konfrontation. Ja, also sich zusammensetzen, Dinge auszuhandeln und nicht aufeinander loszugehen. Das ist, glaube ich, wirklich das, was im Kleinen wie im Großen ja, das Beispiel ist, wofür ich dann schon, um jetzt auch dann zum Schluss zu kommen, wofür ich schon finde, dass diese Europäische Union den Friedensnobelpreis schon auch verdient hat, mit aller Kritik, die wir immer dran haben.